Live long and prosper, liebe Serienfreunde. Unsere völlig wahnwitzige Recap-Reihe zu Game of Thrones geht weiter. Zweite Folge ist draußen. Wir haben sie gesehen, ihr habt sie gesehen. Und wir recappen jetzt. Ach ja, und muss ich gleich mal sagen, von wegen, wir gehen natürlich, also ich find's bizarr, dass ich das jetzt nochmal meiner erwähnen zu müssen. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass wenn ihr diese Recaps guckt, dass ihr die Staffeln vorher schon gesehen habt. Wir haben nämlich unter dem ersten Video schon wieder so Kommentare gesehen von denen, Kim trägt die Spoiler ja schon auf der Brust, wo ich auch da sag mal, Leute, geht's irgendwie noch? Also, alles, was bislang passiert ist, selbstverständlich ist das jetzt nicht mehr irgendwie in einer Spoiler-Sicherheitszone. Das haben wir alles gesehen. Also, wenn ihr meint, ich hänge erst in der dritten, aber ich kann es gar nicht mehr abwarten, ich schaue mal bei Wolf und Kim rein, dann müsst ihr euch natürlich auch nicht wundern, wenn jetzt möglicherweise in einem Nebensatz hart gespoilt wird. Also, da gehen wir jetzt einfach davon aus, dass da wollen wir auch gar nicht noch länger drüber reden, weil wirklich merkst du selbst, ne? Eben. Ja. So. Aber apropos T-Shirts, wir wurden auch in den letzten Kommentaren mal wieder gefragt, woher wir eigentlich immer diese großartigen T-Shirts haben. Heute sogar im Partnerlook. Ganz unoriginell, aber so schick. Ja, und da wollen wir doch direkt uns mal bedanken bei den netten Leuten von nerd.de. Können wir direkt weiterempfehlen, genau. Ja. Für diese wunderbare, schöne Koop, die uns so schön gewandelt hat. Wundervoll. So, nun aber mal ran an die Buletten. Ja. Wie hieß die Folge? House of Black and White? The House of Black and White. Wieder ein sehr, sehr schöner Titel und diesmal auch einer, der wirklich sehr wörtlich zu verstehen ist. Denn das titelgebende House of Black and White sehen wir in der Tat in der Folge. Überhaupt, wir überlegen uns ja irgendwie immer in den Folgen, was sind so die großen Themen, was zieht sich so durch die ganzen einzelnen Szenen. Und in diesem Fall war es jetzt eben nicht so der Gegensatz schwarz-dunkel, was ja auch in den Charakteren sich manchmal widerspiegelt, sondern was würdest du sagen? Was war so das bestimmende Thema dieser Folge? Ach, ich finde das gar nicht so leicht zu sagen, wobei, wenn überhaupt, abgesehen von der Geschichte mit Arya, da finde ich es schwieriger, würde ich sagen, es ist das Thema Berater und auf wen hört man so. Ich werde das ein bisschen ausführen, wenn wir über die einzelnen Szenen reden, aber in fast allen Szenen und wenn ich so drüber nachdenke, finde ich sogar in der Szene mit Arya einen gewissen Berater. Ja, okay. Dann finde ich, ist das Thema, das sich in dieser Folge, ein Motiv, das sich durchgezogen hat. Ja, okay. Ja, na gut, Motiv. Aber fangen wir doch mal direkt mit Arya an. Ihr haben wir den Folgentitel zu verdanken. Ja. Und und ich meine, wir waren ja auch alle gespannt zu sehen, wie sie jetzt endlich in Braavos ankommt. Das ist nun passiert. Der nette Steuermann, den wir am Ende der vierten Staffel gesehen haben, setzt sie ab und bringt sie auch wirklich direkt bis zu dem namensgebenden House of Black and White. Dort wird Arya dann aber nicht ganz so empfangen, wie sie sich's vorgestellt hat. Nämlich gar nicht. Naja, die Tür geht schon auf, aber dann halt auch direkt wieder zu. Genau, krach, wie in so einen Club, in den man nicht reinkommt. Ich persönlich kenne das sehr, sehr gut. Ich habe dann aber nie die Geduld gehabt zu warten, bis ich vielleicht doch immer reingelassen werde. Ich bin einfach gegangen und habe mich an der nächsten Tankstelle betrunken. So war es bei mir. Genau, und Arya hart ja quasi aus. Ich musste ein bisschen an diese Szene in Fight Club denken. Weißt du, wo die ganzen Aspiranten auf der Veranda stehen? Und es wird sich herausstellen, wer so viel Patience hat, um dann immer doch noch aufgenommen zu werden. So war es bei Arya auch. Also da ist mir aufgefallen, in dem Moment dachte ich, wie unglaublich dumm es ist, als sie da voller Frust und Zorn diese unglaublich wichtige Münze, weil sie nicht reingelassen wird und denkt, die Münze ist offenbar wertlos, ich bin hier in der Sackgasse, und sie wirft sie dann so einfach so salopp ins Wasser. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt aber mal richtig dumm. Das dachte ich mir auch, das fand ich mega dämlich. Ich habe mich auch gefragt, Mädel, selbst wenn die dir jetzt gerade augenblicklich nicht weiterhilft, sie hat dir eine Schifffahrt finanziert. Ja, genau. Und du durftest sie sogar behalten, du musstest sie nicht abgeben, sondern nur zeigen und zack bringt man dich über die Narrow Sea. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich so eine Münze, die offensichtlich so besonders ist, beim ersten Mal, bei dem sie dir nicht weiterhilft, direkt in die Fluten werfe. Aber war ja egal, weil die Münze kommt ja wieder zu ihr zurück. Und zwar getragen von jemandem, den ich sehr vermisst habe, nämlich Jaqen al-Hagar. Und es hat mich sehr gefreut, das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, hat er ja sein Gesicht gewechselt, was ich sehr traurig fand. Jetzt hat er sein Gesicht wieder zurück und war wieder Tom Lashia. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig spreche, aber ihr wisst, wen ich meine. Ja. Das war ein sehr, sehr freudiges Wiedersehen. Wir haben uns ja, denke ich, alle gefragt, ob wir ihn mal wiedersehen werden. Und
Ich freue mich. Na, es war ja eigentlich klar, dass er wiederkommt. Ich fand, die Frage war jetzt mehr so für mich, ob ich ihn vielleicht schon gesehen habe, ohne zu wissen, dass er es tatsächlich in Verkleidung war. Und also in dem Fall war es natürlich auch so. Er war der, ich nenne ihn mal Türsteher, der Aya nicht reingelassen hat. Er hat irgendwie sein Gesicht da nochmal verwandelt. Auch sehr schön kaschiert durch diesen Schnitttrick. Die Kamera ist ja quasi einmal so an Ayas Rücken vorbeigefahren. Mhm. Und als wir dann die Figur vor ihr gesehen haben, haben wir dann erkannt, dass es Jughead ist mit seinem neuen oder beziehungsweise alten Gesicht. Also von daher, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, wann er wiederkommt. Aber dass er wiederkommt, das war ja schon relativ klar. Also ich fand's eigentlich ganz nett, dass die große Wiedersehensszene zwischen ihnen, dass das so fast so ein bisschen beiläufig passiert ist. Also Aya ist irgendwie, weiß nicht groß in Tränen ausgebrochen oder so. Ach Gott. Das erwartet jetzt auch wirklich keiner mehr von Aya. Ich glaube, die kann nicht mal mehr weinen. Nee, genau. Aber ich meine, also vor ein paar Staffeln hätte man ja noch gedacht, wenn die mal aufeinandertreffen, nachdem die ja fast so eine Art verquere Freundschaft entwickelt haben. Mhm. Wenn die jemals wieder aufeinandertreffen und beiden geht's gut und sind gesund, vielleicht wird das noch ein bisschen emotionaler, als es dann tatsächlich war. Aber dass es dann eben nicht so emotional war, das fand ich dann echt sehr angenehm und angemessen, weil gerade Aya hat wie echt so viel Mist durchgemacht, dass alles andere jetzt viel zu schmalzig und cheesy gewirkt hätte. Naja, du weißt ja noch gar nicht, wo sie jetzt wirklich ist, ne? Also nee. Du hast gar keine Ahnung, was in diesem Haus jetzt ist. Nö, also wenn Theorie? Wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen Gehirn stürme, würde ich sagen, also das ist möglicherweise die die Homebase von diesen Gestaltwandlern, weiß ich nicht. Also ich weiß ja immer noch nicht überhaupt, was das für eine seltsame Gruppierung generell ist. Also Jughead ist ja nicht der Einzige, der das kann. Das kam ja schon relativ deutlich rüber. Aber also wie genau diese Gruppe und was sie nun wirklich will aussieht, das weiß ich auch noch nicht. Also ob das jetzt eine Sekte ist oder irgendwie was, die Regierung von Braavos unterstützt. Also ich habe echt keine Ahnung, ob das quasi so die geheime Spionmiliz von Braavos ist. Weiß ich nicht. Aber das schien mir ja offenbar irgendwie so der Ort zu sein, wo man sie antrifft. Ob das jetzt ihr offizieller Sitz ist oder nicht, das werden wir alles noch erfahren, aber genau weiß ich es nicht. Was du aber gelernt hast, ist, dass sie offensichtlich nicht nur respektiert, sondern auch gefürchtet sind, denn ja. Aya wird ja in den Straßen von Braavos attackiert von so drei Jünglingen, die ihr offensichtlich ans Leder wollen. Mhm. Und also ich meine, wir wissen, dass das nie eine gute Idee ist, Aya zu nerven und zu versuchen, ihr Needle wegzunehmen. Ja. Aber dann taucht ja hinter ihr der Typ, von dem wir später erfahren, dass es Jughead ist, auf. Und ich meine, Aya denkt natürlich, es würde an ihr liegen erstmal, dass sie dann Reis ausnehmen. Aber daran merkt man ja schon, dass die in Braavos nicht unbekannt scheinen. Und wirken jetzt nicht wie mildtätige, beliebte, ich sag mal, Ärzte. Nee, aber sie müssen ja trotzdem irgendeine Form von zumindest Respekt aber haben. Das habe ich ja gesagt. Ja, genau. Also die werden gefürchtet, aber offenbar jetzt nicht so, dass man sie irgendwie vertreiben wollte oder so. Denn die haben ja diesen, ich nenne ihn einfach mal den Sitz, keine Ahnung, wie genau das da aussieht und sich gestaltet, werde ich hoffentlich bald erfahren. Also von daher bin ich wirklich sehr gespannt, über diese Gestaltwandler, Gesichtswandler noch mehr zu erfahren. Auf jeden Fall haben sie eine cool gestaltete Tür. Dieses schwarz-weiße sah ganz nett aus. Ich würde sagen, wir bleiben mal auf dieser Seite des Ozeans und springen, wenn du einverstanden bist, direkt weiter zu Daenerys, bei der ja auch einiges zusammenkommt momentan. Ja. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass es Daenerys gerade so ungeschickt angeht, wie man es eigentlich nur machen kann, wenn man eine Stadt frisch erobert hat. Und das setzt sich jetzt fort. Und da sieht man, finde ich, auch sehr deutlich das Thema Berater, das ich meinte, weil ihr ja alle eigentlich was Unterschiedliches raten. Ja. Und sie hin und her gerissen ist, sie hat ja immer noch das Problem mit den Sons of the Harpy oder Sons of Harpies. Ich glaube, of the Harpy, ne? Ja. Die versuchen, die befreiten Sklaven zu töten und alle, die Daenerys helfen. Und die alte Ordnung der hilf mir, wie heißen sie? Der Sklavenhalter. Genau, wieder Masters. Genau, der Masters. Wieder aufrecht zu, wieder auf die Beine zu stellen. Ja. Mein Gott. Es passiert aber auch echt immer so viel. Ja. Und sie hat jetzt quasi einen in ihrem Gewahrsam, der eigentlich ihr ein treu ergebener Diener, ein ehemaliger Sklave, der aber einen von diesen Sons of the Harpy umbringt.
Und jetzt weiß Daenerys nicht so genau, was sie machen soll und entscheidet sich dann dafür, nee, Recht und Ordnung muss sein und es geht darum, dass Recht nun mal Recht ist und lässt ihn öffentlich hinrichten. Und ich glaube, das war eine Szene, bei der wir uns alle gedacht haben, oh Gott, wie dumm kann man sein? Und ich meine nicht, weil sie meint, dass er bestraft werden muss. Das fand ich auch gut und ich fand es auch sogar gut, es öffentlich zu machen. Aber alle stehen vor ihr, alle ihre Anhänger, die in dem Moment ja noch vollkommen auf ihrer Seite sind und betteln um Gnade und um sein Leben. Ich habe wirklich nicht verstanden, warum sie ihn nicht in eine Zelle werfen kann. Also es gibt doch nicht nur Schwarz und Weiß. Also für die Targaryens möglicherweise schon. Ja. Interessant, da spiegelt sich der Folgentitel nämlich auch schon wieder mit dem Black and White. Ja, stimmt. Weil es für sie offensichtlich da kein Zwischending gibt zwischen Kopf ab und völliger Begnadigung. Ja, eben. Also sie wollte ja eindeutig ein Exempel statuieren, dass niemand hier mehr das Recht in seine eigene Hände nehmen kann. Sie will ja sie will die Ordnung, will sie ja etablieren und das soll ja wirklich alles so gerecht wie möglich dazugehen. Und dass sie das öffentlich gemacht hat, so wie du, das fand ich auch einen ganz klugen Ansatz. Jeder soll wissen, neue Besen kehren gut. Und sie kehrt jetzt mal mit den ganz dicken Borsten durch. aber dann wirklich gleich zum extremsten Mittel, nämlich der Todesstrafe zu greifen. Also das fand ich, wie so oft in letzter Zeit, wieder sehr, sehr kurzsichtig von Daenerys. Also da ist jetzt auch die Frage, hat sie die Schwingung nicht aufgefangen oder hat sie das ignoriert? Weil es war ja eindeutig, schon allein durch diese ganzen Rufe nach Mercy, Mercy, Gnade, war es ja echt klar, was sie eigentlich hätte machen müssen, um Fingerspitzengefühl zu beweisen. Aber sie hat sich dann halt doch entschieden, so mit ganz knallharten Mitteln und Methoden da durchzugreifen. Und da habe ich mich echt gefragt, wie sie so das die Welt, in der sie jetzt lebt, so auch als Königin regiert, wie sie das so wahrnimmt. Also weiß sie, dass sie gerade einen Fehler macht, aber wie es ja manchmal so ist, so ein bisschen wie bei Stannis letzte Woche, als ich meinte, der kann jetzt eigentlich sich nur falsch entscheiden, wenn er Jon Snow jetzt quasi damit durchkommen lässt, ist doof, wenn er ihn bestraft, ist auch doof. Und vielleicht weiß es Daenerys auch, aber sie muss sich für was entscheiden. Oder sie realisiert gar nicht, wie unbeliebt sie sich gerade macht. Also ich glaube, das hat sie dann schon gemerkt, dass sie sich sehr unbeliebt macht. Ob ihr vorher die Konsequenzen so klar waren, weiß ich nicht. Aber allein der Heimweg ins Schloss, das hat ja schon an einen anderen jungen Herrscher erinnert, nämlich an Joffrey und seinen Heimweg aus Flea Bottom, als Sansa fast gestorben wäre und einige andere aus seinem Gefolge von dem Mob zerfleischt wurden. Also mich hat es daran erinnert, weil sie ja auch geschützt werden musste von ihren Unsullied, um überhaupt wieder in ihr Schloss zurückzukommen. Das hat bei mir dann doch Erinnerungen geweckt und ich dachte auch, oh je, also ob das da so gut läuft gerade. Daenerys hatte aber noch mal davon abgesehen, dass Drogon wieder kam, war wie immer eine Freude, ihn zu sehen. Haben wir ja auch in der Deko mal wieder gespiegelt. Er war ja aber eher kurz, also wir wissen, dass er noch da ist. Ich habe jetzt aber auch nicht gedacht, das heißt, ich wusste es ja, aber du hast jetzt auch nicht gedacht, der wäre auf ewig verschwunden, oder? Also war ja klar, dass der irgendwann mal wiederkommt. Der war halt spazieren, fliegen. Und ich meine, also jetzt ganz banal, aber wir haben ja auch alle das Promomaterial schon gesehen. Ja. Und das berühmte Bild, was wir auch als Thumbnail haben. An dieser Stelle übrigens nochmal dicken Dank an Andi, der wieder mal uns diese sehr schönen Bilder gebastelt hat. Und da sieht man ja, wie hier Tyrion da an Bord des Schiffes und aus dem Nebel vor ihm taucht schemenhaft dann dieser Drache auf und das ist ja natürlich eindeutig Drogon. Von daher war es auch da klar, dass er wiederkommt. Die Frage war halt nur immer, wann und wie. Und also ich habe das jetzt so... Ach, das ist Tyrion auf dem Schiff. Ich habe das Bild nämlich bislang nur ganz klein gesehen und ich dachte, das wäre Arya. Oder ist es etwa Arya? Nee, ich glaube, es ist wirklich Tyrion. Ich muss mir vielleicht unsere eigenen Bilder nochmal angucken, aber ich meine, dass es auf jeden Fall Tyrion ist. Letztendlich macht es aber auch keinen so wahnsinnig großen Unterschied. Die wichtige Message war auf jeden Fall, der Drachen kommt wieder, Drogon. Wir haben ihn auch endlich wieder gesehen. Und ich habe das so interpretiert, dass dass er wie so eine Wildkatze, die irgendwann quasi ausgewachsen ist, durchaus noch einen gewissen Bezug zu seinem Frauchen hat, aber letztendlich dann doch ein wildes Tier ist, was sich nicht länger wirklich kontrollieren lassen wird. Also dass Drogon jetzt Khaleesi den Kopf abbeißt, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Es scheint ja wirklich eindeutig so zu sein, dass er keine so unglaublich tiefe Bindung zu seiner
Drachenmutter mehr hat. Er fliegt ja dann auch weiter. Und ob er jemals nochmal wiederkommt, also ob Daenerys nochmal Kontakt mit ihm hat, das steht jetzt gerade noch in den Sternen. Also auch hier ist eindeutig zu sehen, dass die Verbindung zwischen ihr und den Drachen, ich glaube, da gibt's keine große Verbindung mehr. Na, also ich glaube, es gibt eine große Verbindung. Ich meine, es ist auch ein wirklich wildes Tier und man hat schon gemerkt, dass da was ist zwischen ihnen. Ja, ja, klar, aber ja. Aber dass die anderen beiden stinkig sind, weil sie da in den Kerker gesperrt hat, kann ich auch verstehen. Also, dass sie jetzt mit Fleischstückchen ankommt und ihn so zuwirft und sie machen lustige Fangtricks, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Also, dass es keine Verbindung gibt, das so natürlich jetzt nicht. Aber ich glaube, sie hat halt, ich habe es in der letzten Woche schon gesagt, da hätte man einfach mit dem Training anfangen müssen früher. Und ich kann auch nicht verstehen, warum sie nicht versucht hat, alte Aufzeichnungen in die Finger zu bekommen. Die muss es ja geben. Also, das waren ja Jahrhunderte, in denen die Targaryens Drachen hatte, dass ihr erster Gedanke nicht war, ich muss an diese alten Aufzeichnungen kommen, irgendjemand muss mir da doch helfen können. Verstehe ich nicht, dass sie dachte, ach, ich mache das intuitiv. Ja, genau. Und ich glaube, dass sich Daenerys die ganze Zeit komplett darauf verlassen hat. Sie hat ja irgendwie dann auch diesen Mutterinstinkt entwickelt und hat die Drachen als ihre Kinder gesehen. Und in den Augen der Drachen war das ja auch ihre Mutter. Und ich glaube nicht, dass sie das Gefühl hatte, sich irgendwie jahrhundertealte Hilfe aus irgendwelchen Schwarten zu holen, sondern genau, sie war eine Instinktmutter, glaube ich. Ja, und es hat richtig super, super geklappt. Meine Lieblingsszene war aber tatsächlich nicht die mit dem Drachen, sondern die Szene, in der Barristan Selmy um ein Vier-Augen-Gespräch bittet und Daenerys ein paar ehrliche Worte über ihren Vater sagt. Und die Daenerys erstmal nicht hören möchte, er redet über den Mad King und dessen Auslegung von Gerechtigkeit. Und das fand ich großartig. Ich meine, Barristan Selmy finde ich schwer nicht zu mögen. Aber da hat man gemerkt, dass das möglicherweise ihr bester Berater ist, den sie aktuell da rumsitzen hat. Denn, ich meine, er hat ihr versucht klarzumachen, dass das eigene Gefühl von Gerechtigkeit nicht immer identisch ist mit Gerechtigkeit. Und Daenerys wollte ja auch erstmal gar nicht wahrhaben, dass ihr Vater tatsächlich wahnsinnig war. Und auch hier, Barristan Selmy ist keiner, der Angst davor hat, sich unbeliebt zu machen oder ihr nur nach dem Mund reden will, sondern er sagt ihr durchaus, doch, liebe Daenerys, dein Vater war wahnsinnig. Und ich habe ihm zur Seite gestanden, das ändert aber nichts daran, dass es ein sehr, sehr grausamer Mann war. Und ich bin mir aber dennoch nicht ganz sicher, im Gegenteil, wie viel davon bei Daenerys angekommen ist. Naja, es war auf jeden Fall wirklich gut, mal das zu hören zu kriegen. Also spätestens seit der Geschichte von Jaime, als er eröffnet hat, warum er eigentlich zum Königsmörder wurde, weil nämlich der Mad King alle verbrennen lassen wollte, so in seinem letzten Wahn. Also da ist ja dann auch mir nochmal so klar geworden, dass der Spitzname Mad King wirklich nicht von ungefähr kam und Jaime quasi nicht anders konnte, weil er eben irgendwie kein verkommenes Monster ist. Und dass Daenerys zumindest eine etwas abgeschwächte Version davon nochmal zu hören kriegt. Ich glaube, es hat ihr wirklich gut getan, nur wie so oft hat sie da keine große Lehre draus gezogen. Denn ich bin nach wie vor der Meinung, sie musste ein Exempel statuieren, das ist völlig richtig. Aber es hätte irgendeine Form von öffentlicher Verhandlung sein müssen. Also sie hätte den Leuten... Das hat sie ja auch zuerst gesagt, dass sie nicht hinrichten wird ohne Gerichtsverhandlung. Genau. Und das hätte sie in der Tat auch machen sollen. Und wenn am Ende dieser Gerichtsverhandlung die Todesstrafe gestanden hätte, dann wäre das natürlich immer noch ein sehr hartes Schicksal. Aber ich glaube, also in der harten Welt von Game of Thrones ist es ja jetzt auch nichts Unerhörtes, dass Verbrechen mit dem Tode geahndet wird. Nur wenn das quasi so scheinbar willkürlich aus dem Nichts kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da das Unverständnis da ziemlich groß ist. Naja, sie hat es ja erklärt, warum er hingerichtet wird. Aber vielleicht war in dem Fall Exempel statuieren vor allem nicht die cleverste Idee. Und es hat ja auch, also da herrscht ja jetzt gerade Chaos. Also das Letzte, was wir gesehen haben, war, dass alle aufeinander losgegangen sind. Sie haben ja nicht nur versucht, haben ja nicht nur Steine auf Daenerys geworfen, sondern die Keilerei ging ja auch untereinander los. Da hätte ich mir fast gewünscht, dass die Szene noch ein bisschen länger läuft und dann nur so eine Bud Spencer und Terence Hill Musik eingespielt wird. So ein bisschen Prügelei in Meereen. Und dieses komische Gezische, was die Leute ja so von sich gegeben haben. Schön, dass du sagst, das fand ich sehr cool.
Ja, und das war dann auch so ein bisschen unheimlich. Mhm. Also man sollte damit rechnen, dass alle irgendwie grölen und ihrem Unmut da sehr laut kundtun. Aber dass alle so still werden und nur so zischen wie so Schlangen, das fand ich echt wie unheimlich. Und da ist die Stimmung dann auch gekippt. Also das hat gewirkt bei mir. Ich merke mir das für die nächste langweilige Vorlesung. Ich versuche das mal so im Freundeskreis zu verbreiten. Ja. Und da weiß ich auch nicht, ob das irgendwie quasi einfach so eine lokale Sitte ist, die da irgendwie gepflegt wird, oder wie, ob da was hintersteckt. Keine Ahnung. Kann ja auch beides sein. Aber ich hätte auch auf lokale Sitte getippt. Ja, vermutlich. Ja, wollen wir weitermachen? Ja, also... Oder hast du noch was zum... Nee, nein. Ich frag mich nur, wann Daenerys gerade noch so einem Mordanschlag entgeht. Oder ob sie ihm überhaupt entgeht. Aber ich glaube, das deutet sich gerade an. Also, ich find's gut, wenn du spekulierst. Ich kann nämlich in der Marine-Geschichte, kann ich schlecht spekulieren. Da weiß ich nämlich ungefähr durch die Bücher, okay, was weiter passiert. Und also es ist nicht ganz exakt wie in den Büchern, aber die Unterschiede sind so fein... dass ich sie jetzt nicht aufzählen könnte. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass ich bislang noch weiß, wie es ungefähr weitergeht. Und deswegen kann ich da halt nicht spekulieren. Aber wenn du möchtest, fühl dich frei. Nee, also ich finde, es ist einfach nur total klar, das ist jetzt irgendwie auch kein Geheimnis, dass sich die Schlinge um Daenerys Hals halt immer weiter zuzieht. Und in dem Fall gehe ich erstmal nicht davon aus, dass sie einen Verräter in den eigenen Reihen hat. Das wäre jetzt auch nichts Neues bei Game of Thrones. Also manchmal, ich habe mich dabei ertappt, so in Gesprächssituationen, wenn so 3, 4, 5 Leute zusammensitzen, selbst da bin ich immer schon voll angespannt, weil ich nicht weiß, ob der jetzt nicht irgendjemand ein Messer zieht, der endlich quasi jetzt zum Stich kommt, nachdem er sich 3 Jahre hat irgendwo einschleimen müssen. Also in dem Fall glaube ich wirklich eher, dass die Gefahr für sie aus ihrem Umfeld, in dem sie täglich lebt, erwächst und nicht unbedingt so aus ihren engsten Vertrauten und Bekannten. Also mit Daryon Harris, da sind wir ja beide nicht so richtig grün, was der im Schilde führt. Aber im Moment, also ich glaube, das wäre irgendwie überflüssig, das die ganze Zeit so zu inszenieren und so zu betonen, dass Daenerys so wahnsinnig viel Fehler macht und den Rückhalt in der Bevölkerung nicht mehr hat, wenn die Gefahr quasi direkt neben ihr im Bett schläft. Also dann wäre das... Dann würde das irgendwie so zu nichts führen, zumindest habe ich so das Gefühl. Deswegen glaube ich, dass da gerade die größte Gefahr droht. Ja, und dann frage ich mich einfach, wann sie das endlich realisiert. Und das müsste ja bedeuten, dass sie gerade so irgendwie, wenn überhaupt, knapp dem Tode von der Schippe springt, der ihr überall in der Straße droht. Ich weiß es nicht. Interessant ist dann natürlich, ob und wann Varys und Tyrion den Marine eintreffen. Genau. Die sind ja auf dem Weg dahin und die haben wir ja auch wieder kurz gesehen in dieser Folge. Die beiden haben sich unterhalten. Tyrion ist weiterhin stockbesoffen. Und ja, es war eine nette Unterhaltung, aber ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen, außer dass es natürlich immer eine Freude ist, den beiden zuzuhören. Ja, bis auf ein Detail, nämlich sie wollen ja nach Marine. Ja. Aber laut Varys ist ja, also der Weg nach Marine führt ja erstmal über... Sind sie jetzt nach Braavos unterwegs? Ich hab's vergessen. Oder, nee, sie kommen aus Volantis, glaube ich, ne? Ja. In Volantis sind sie... Das stimmt. Genau, und ich glaube, dass dann die nächste Station eben nicht Marine ist. Deswegen fragt ihr Tyrion, aber ihr habt doch gesagt, wir fahren nach Marine. Genau, aber dann sagt er, da ist die Straße nach Marine. Und genau. Ja, ich glaube, Braavos könnte sein. Ja, also würde von der Karte her passen. Könnte aber auch Pentos sein. Pentos, Braavos. Also wenn es Braavos ist, dann wissen wir, dass da Arya Stark ist. Mhm. Und da würde sich dann was andeuten. Aber selbst wenn es die andere Stadt ist und eigentlich erstmal wie da niemand ist, um den wir uns gerade kümmern müssen, aber allein das Detail, dass sie nicht direkt nach Marine fahren, das sagt mir doch, dass wo sie jetzt auch immer ankommen werden als nächstes, aber da muss irgendwie was Wichtiges passieren. Weil sonst hätte man das doch einfach streichen können und die direkt nach Marine bringen können. Und wenn es auch noch so erklärt wird, nicht nur für den Charakter, also wenn es Tyrion erklärt wird, wird es ja auch dem Zuschauer erklärt. Ja. Und das kann nicht ganz zufällig passiert sein. Also das wird ja inszeniert, das wird geschrieben und das wird geübt, die Szene und so. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass sie nicht direkt nach Marine kommen. Da hast du vermutlich vollkommen recht. Ich muss sagen, obwohl ich anders als Tyrion vollkommen nüchtern war, als ich es geguckt habe, habe ich darüber gar nicht so richtig nachgedacht. Ja, doch. Aber du hast recht. Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich da 1 oder 2 Ideen, was da sein könnte und warum die da hingehen. Aber werden wir sehen. Werden wir auf jeden Fall sehen. Ja, aber sonst hast du recht, ist da jetzt echt nicht so irgendwie passiert. Also wieder schön geschliffene Dialoge. Haben wir aber beim letzten Mal schon erwähnt und also
das wirkte wie so eine Szene, die uns jetzt nochmal kurz ins Gedächtnis gerufen hat, wo die beiden Charaktere sind und wo sie als nächstes sein werden. Aber was Weltbewegendes ist da jetzt nicht passiert. Das würde ich generell über diese Folge sagen. Ja. Also es ist weiterhin eigentlich Exposition. Wir haben ja mittlerweile so viele Schauplätze und so viele Figuren, dass man am Anfang einer neuen Staffel auch erstmal wieder einfach zu allen zurückkommen muss. Und das war jetzt mit der ersten Episode noch nicht abgeschlossen. Also die zweite Episode schließt sich, finde ich, tonal da auch noch ein bisschen an. Also klar, langsam fangen einige Figuren, die wir in der ersten Episode schon gesehen haben, sich an zu bewegen. Ja. Aber also einen großen Knaller gab es jetzt auch wieder nicht. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die irgendwann sagen werden, also meine liebste Episode aus Game of Thrones ist The House of Black and White. Ja, das stimmt. Was nicht heißt, dass es nicht wieder eine sehr gute Folge war, aber also gerade wenn man wie wir jetzt versucht, so darüber zu reden und wichtige Punkte rauszugreifen, dann merke ich, dass jetzt nichts Westeros Erschütterndes passiert ist. Nö. Was klar. Aber vielleicht, also es sind zwei große Highlights, sind dennoch passiert, deswegen würde ich sagen, haken wir erstmal das nicht so große ab in King's Landing. Mhm. Was da auch wichtig ist, Thema Figuren bewegen sich. Jaime macht sich auf den Weg nach Dorne, nachdem er von Cersei angemotzt wird, dass jetzt langsam mal, also komm, es war ja wirklich echtes Gemotze. Also die beiden sind ja, da merkt man, dass sie nicht nur Geschwister sind, die ja können sich quasi streiten wie Geschwister und wie ein altes Ehepaar. Ja, das können. Da kommt wirklich einiges zusammen. Und sie zickt ihn an, ich finde aber auch nicht völlig unverständlich. Da hat man mal wieder gemerkt, dass Cersei, wenn sie eine gute Eigenschaft hat, dann ist es, dass sie ihre Kinder wirklich liebt. Und ob das jetzt im Fall von Joffrey so eine gute Eigenschaft war, ist da war es vielleicht ein bisschen fehlgeleitete Mutterliebe. Aber sie liebt auf jeden Fall Myrcella und macht sich berechtigterweise Sorgen um die, dass sie jetzt da alleine in Dorne rumhängt. Und Jaime, der sich ja auch nicht offiziell als der Vater bezeichnen darf, sieht aber dennoch ein, dass er da vielleicht jetzt mal seinen Vaterpflichten nachkommen müsste und macht sich auf den Weg, aber einhändige Kämpfer sind ja doch ein bisschen im Nachteil und deswegen nimmt er sich Bronn mit. Und da haben ja mehrere Fanherzen wahrscheinlich wieder höher geschlagen, oder? Ich fand's auch voll schön. Echt. Also als Jaime meinte, er wird nicht alleine gehen und dann geht er ab und der Zuschauer muss sich erstmal für 2 Sekunden fragen, wen meint er denn da jetzt? Da habe ich auch diese 2 Sekunden gebraucht, aber dann natürlich fiel es einem wie Schuppen von den Augen und dann hat es ja auch gesehen. Natürlich wird er jetzt Bronn ansprechen. Das macht ja auch Sinn, denn Bronn hat ihn ja trainiert, nachdem er seine Hand verloren hat. Und es war einfach schön, den wieder zu sehen. Der wirkt immer so, also endlich mal jemand, der so entspannt ist und so relaxed und das alles irgendwie nicht so ernst nimmt. Aber der hatte auch nicht so richtig Bock, da wieder wegzugehen. Nee. Also der hatte jetzt seine zukünftige Lollis, die jetzt auch nicht wie die allercleverste wirkt, aber Bronn hat ja total entspannt gewirkt mit ihr. Also als auch nicht, als würde er nach Höherem eigentlich streben. Aber als ihm dann Jaime gesagt hat, weißt du was, du kriegst bessere Ländereien und auch eine bessere Frau, hat er jetzt auch nicht gewirkt, als würde er sich da nicht überzeugen lassen. Ja. Aber es war eine schöne kleine Szene, als wir dann diesen Strandspaziergang gemacht haben und Lollis ihn so von der Seite voll blubbert und ja, genau. Und also, das ist ein kleines Detail. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem Recap erzählt habe, aber in den Büchern heiratet er wirklich Lollis, aber da wird Lollis während diesem Aufstand in Fleabottom, bei dem auch Sansa fast vergewaltigt wird, Lollis ist ja so eine Edelfrau und irgendwo aus dem Gefolge von Cersei. Und die wird tatsächlich vergewaltigt von mehreren Männern und ist dann auch schwanger und Bronn bekommt sie halt trotzdem. Also man weiß nicht, von wem die gerade irgendwie ein Kind bekommt, aber ihm ist das auch relativ egal. Also jemand anders würde die natürlich auch nicht heiraten. Der will denn schon so eine mehrfach vergewaltigte... Damaged goods. Genau. Ja. Aber für Bronn ist sie quasi noch gut genug, weil er musste mir eine Auszeichnung geben. Irgendwelche Ländereien hat's auch so als die zweite Tochter. Und ich fand, dass sie sehr schön gecastet war, weil ungefähr so habe ich sie mir auch vorgestellt. Die wird auch exakt so beschrieben. Nicht die allerhübscheste, nicht die allercleverste, aber Aber ein netter Mensch. Ja, genau. Aber genau. Und Bronn ist absolut mit ihr zufrieden und die passen auch ganz süß zusammen. Aber man sieht, dass da die Serie offensichtlich einen anderen Weg nimmt, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird ja Lollis jetzt einen anderen heiraten innerhalb der Serie und Bronn
macht sich auf nach Dorn. Macht sich auf, ja. Ich fand's, also nicht nur fand ich es generell schön, Bronn wiederzusehen, sondern dass quasi das Argument letztendlich dann überzeugt hat, mit Jaime zu gehen, dass er sogar noch bessere Ländereien bekommt. Auch das finde ich so nett, weil es Bronn irgendwie noch so eine noch ein bisschen mehr Tiefe verleiht. Also ich hätte es sehr klischeehaft gefunden und den Charakter irgendwie ein bisschen geschmälert wieder, wenn er irgendwann gesagt hätte, ja, ach, aber ich bin nun mal irgendwie echt ein Sellsword und dafür lebe ich für Kampf und für Freiheit. Und aber dass er in seinem tiefsten Innersten ja doch irgendwie mal zur Ruhe kommen will und sich vielleicht irgendwie echt nach ein bisschen Prunk und irgendwie auch mal ein entspanntes Leben sehnt, also zumindest jetzt noch, das, also ich fand das irgendwie ganz nett. Er ist halt irgendwie auch nicht mehr so der Allerjüngste und er kämpft gern und er kämpft gut, aber so der, daher die Aussicht, irgendwann so Herr über ein protziges, schönes, kleines Schlösschen zu sein, das kriegt ihn ja dann doch offenbar. Auf jeden Fall. Und er war auch nicht entzückt. Er hat sich ja so gefreut, da zu wohnen, in dieser Unterhaltung am Strand. Und als dann Lollis meinte, dass sie es ja gar nicht erbt, sondern ihre ältere Schwester, da hast du ja auch gesehen, wie die Mundwinkel runtergegangen sind. Wobei er dann direkt gesagt hat, als sie so über ihre Schwester hergezogen hat und meinte, die zieht mich immer an den Haaren und ist so fies, da meinte er ja, dass solche Menschen kriegen ja letztendlich auch immer, was sie verdienen. Und hast du da, also ich dachte mir direkt, ach so, und du wirst aber auch ein bisschen nachhelfen, wenn es sein muss, oder? Also ich habe Bronn direkt im Verdacht gehabt, dass er schon wüsste, wie er seine Frau zur Erbin macht, wenn es sein müsste. Also wenn ich das nicht komplett falsch in Erinnerung habe, hat er das doch beim letzten Mal auch schon so ein bisschen angedeutet. Also ich glaube, das war im Gespräch mit Tyrion. Da hat sich Tyrion doch auch so überrascht gezeigt, dass er sich damit zufrieden gibt. Und da meinte er schon, also Lollis ist jetzt nicht die allerbeste Partie, aber die Familie im Hintergrund, da geht noch ein bisschen was. Und also erstmal Fuß in die Tür kriegen und dann wird sich das alles schon knickknack, zwinger, zwinger, wird sich das alles schon ein bisschen regeln und klären. Also ich glaube, da gab's diese Unterhaltung. Also wichtig an Bronn ist auf jeden Fall, ich denke auch für den Fortlauf der Serie und eben hier kann ich mitspekulieren, weil das sehr anders ist als in den Büchern. Okay. Also was noch gleich ist, war Lollis Geschichte, aber was jetzt mit Jaime und der Reise passiert, ist sehr anders als in den Büchern. Und ich glaube, es ist wirklich nicht unwichtig, dass Bronn immer dem folgt, der ihm am meisten bietet. Das haben wir schon bei Tyrion gemerkt, als er meinte, ja, sorry, aber du hast nichts mehr in der Hand und wir sind keine Freunde, ich bin dein Angestellter. Ja. Und ich glaube nicht, dass das mit Jaime anders ist. Da frage ich mich nur, ob das wirklich so wahnsinnig clever ist, Jaime, den Kingslayer, der Land auf Land ab bekannt ist, der auch schon erkannt wurde in Verkleidung und unter falscher Identität, den in einer Undercover-Mission mit einer goldenen Hand nach Dorn zu schicken, um die Tochter da irgendwie rauszuholen von Cersei. Also, dass sie meint, wir müssen irgendwie was machen, spätestens nachdem diese Drohung da ankam in Form des Amuletts, was ihr zurückgeschickt wurde. Die Schlange sah großartig aus. Das sah total geil aus, ja. Also das fand ich echt wirklich sehr, sehr cool. Und Cersei hatte da wirklich großes Glück, dass da nicht wie der kleine Finger im Maul steckte, sondern wirklich nur dieses Amulett. Also, dass sie da meint, jetzt irgendwie mal handeln zu müssen, das kann ich wirklich total nachvollziehen, ist ihr gegönnt. Aber dann, also wirklich, den Kingslayer zu schicken in einer Undercover-Mission, also du schickst doch niemanden, der überall bekannt ist, dessen Gesicht man kennt. Bist du sicher, dass das Undercover sein soll? Da war ich mir nämlich nicht so sicher. Ich dachte, der fährt da jetzt einfach hin. Genau deshalb, wenn man ihn näher kennen würde. Die kennen sich ja auch. Ja, aber er, also Jaime meinte auch irgendwie, er hat nicht vor zu fragen, ob ja, er, ob aber er ich habe das jetzt nicht kann. Verstanden, dass das deswegen Undercover sein muss. Ja, aber was hat er vor? Zu sagen, wir haben es uns anders überlägt mit der Eheschließung? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß ja, es ich, nicht. Ich weiß, dass du es nicht weißt. Ich meine sie einfach nur zu beschützen. Ich meine, also irgendwas, wie gesagt, es ist anders als in den Büchern. Unter anderem, weil sie, ich habe ja auch gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass sie jetzt öfter mal Figuren einfach rauslassen aus den Büchern. Und dafür den Figuren, die wir schon kennen, mehr zu tun geben. Und exakt das ist gerade so ein Fall. Da übernehmen jetzt Bronn und Jaime eine Rolle und ich glaube, dafür fällt eine andere Figur völlig raus. Also ich weiß nicht, ich finde, das hat trotzdem irgendwie Löcher. Wenn es nicht undercover ist, weil es keinen Sinn macht, okay. Aber es ist ja ganz offensichtlich, ist es ja auch kein offizielles Ersuchen um irgendwas, denn er kommt ja alleine mit dem Söldner. Und das schreit ja nicht gerade nach, ich bin in offizieller Mission irgendwie fürs Haus Lannister unterwegs. Aber er kann es ja wohl auch schlecht auf so eine kumpelige Privatbasis funktionieren, von wegen, ey, sorry, alles dumm gelaufen, aber kann ich vielleicht irgendwie das kleine Mädchen wieder mitnehmen? Also so wird's ja auch nicht laufen. Er kommt da irgendwie an,
wird da Ansprüche formulieren? Ja, und was passiert da? Also im schlimmsten Fall behalten die den auch noch da. Also, aber ehrlich, du bist vielleicht auch bedachter als Jamie, weil Jamie hat uns ja jetzt noch nicht durch seinen Intellekt und seine großartigen Strategien beeindruckt bislang. Und auch sein Plan zu sagen, ich gehe nach Dorne, das war ja weniger ein Plan als eine Bauchentscheidung, die er gesagt hat, weil die kam, weil ihn Cersei so voll gequengelt hat. Ja, hat Cersei ja gesagt, du bist jemand, der macht's erstmal und kümmert sich nicht um die Konsequenzen. Ja. Genau, und deswegen kann ich da jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen, wie er sich das vorstellt. Wir wissen ja nicht mal, ob Jamie's weiß. Werden wir sehen. Nö, ja. Aber ich bin mittlerweile wirklich, ich probiere, was das angeht. Also wenn ich ganz konkret weiß, was ein Charakter als nächstes vorhat, dann probiere ich doch schon, das irgendwie konsequent durchzudenken. Weil wirklich spätestens letzte Woche diese Mans Raider-Sache, ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Aber wirklich, was hat er denn erwartet, was passiert? Und das probiere ich jetzt auch bei Jamie zu machen. Und da frage ich mich genauso so, was denkt er, wie das ablaufen wird? Aber werden wir sehen, ist auf jeden Fall, bietet Stoff für spannende Verwicklung. Und du grinst mich da an. Ja, okay. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wird das cool. Echt, ich mag Jamie, ich mag Bronn. Die sind beide wieder, sind zusammen, sind auf dem Weg nach Dorne. Ich glaube, da passieren spannende Geschichten. Ja, das glaube ich auch. Bleiben wir mal kurz bei Cersei zum Thema Dinge nicht durchdenken. Cersei hat ja jetzt, sitzt im kleinen Rat und denkt offensichtlich, sie könnte sich durchmogeln, damit so zu tun, als wäre sie Acting Queen oder zumindest Stellvertretung. Wie Gräfin Rotz. Ja, und man merkt, das kommt nicht so richtig gut an. Also gerade hat es noch einigermaßen funktioniert. Sie verteilt ja die Funktionen um, wie es ihr gerade passt. Ich glaube, das war der Vater von Marjorie Tyrell, der da am Ende der Tafel links hinten saß, den sie zum Master of Coin und Master of Ships, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gemacht hat. Dann hat sie Pycelle, heißt der Master Pycelle? Genau, ich glaube Pycelle, ja. Dem alte Zauselbart. Ja, dem nimmt sie seinen Job weg und gibt ihn stattdessen an Qyburn, der offensichtlich in seinen Gemächern da merkwürdige Dinge bastelt. Also sie fordert ja den Kopf von Tyrion und man hat ihr den Kopf von irgendeinem Kleinwüchsigen gebracht. Und anstatt den wegzuwerfen, zu beerdigen, was weiß ich, sagt er an Qyburn, nee, lass mal hier, ich kann das brauchen. Ja, und das kriegt ja noch ein bisschen mehr Brisanz, weil wir wissen, dass er gerade noch am Mountain da rumschraubt. Also ich meine, der Mountain hat ja keine Kopfverletzung, das ist ja nicht das Problem. Sonst habe ich schon den Mountain mit so dem Kopf dieses kleinen wüchsigen Menschen gesehen. Also auch hier eigentlich, wie so oft, es bietet sich schon wieder ein Spin-off an. Und Qyburn bastelt rum. Ja, und sehr wichtig ist auch ihr Onkel sitzt ja da, Kevin Lannister. Diese Folge sind es wirklich viele, viele Namen. Und der sagt ihr ja auch dann direkt, Mädel, so geht's nicht. Also wir haben einen König und wenn der was von mir will, dann kann er das auch persönlich tun. Und was du gerade machst, ist nicht okay, denn du bist nicht die Königin, du bist Queen Mom quasi. Ja. Und hast mir eigentlich gar nichts zu erzählen. Und Cersei kapiert, glaube ich, nicht, dass sie gerade ein großes Risiko eingeht, weil was sie bräuchte, sind Verbündete und ob hier Qyburn der ist, auf den man sich verlassen sollte, na, also ich habe da kein gutes Gefühl bei und alle anderen Leute, also gerade ihre eigenen Verwandten, so zu verprellen, ist keine gute Idee, zumal wir ja wissen, dass Pycelle ursprünglich mal ihr Mann war. Also der hat ja vor ein paar Staffeln hat doch Tyrion diesen Trick, als er die Hand war, hat er ja allen eine unterschiedliche Geschichte erzählt, wen Myrcella heiraten soll. Genau. Und Pycelle war ja derjenige, der zu Cersei gerannt ist. Genau. Und den hat er dann entfernen lassen, weil Cerseis Mann war aus seiner Sicht. Und dass Cersei jetzt ausgerechnet jemanden, der bislang auf ihrer Seite war, so vor den Kopf stößt, zeigt wieder ihr mangelndes politisches Geschick. Und ihre Kurzsichtigkeit. Ja, wobei, das hat sie beim letzten Mal ja auch schon gemacht, als es nämlich um Qyburn und seine Bastelei ging. Ja. Da meinte er Pycelle, also der hat ja offenbar einen großen Hass auf diesen... Der wurde ja verstoßen von der Zitadelle. Genau. Ist ja anders als er kein fertig ausgebildeter oder kein anerkannter Nächster. Genau. Und dann hat Cersei ihn auch noch zutiefst beschämt, indem sie ihn quasi aus seinem eigenen Labor verbannt hat, damit der andere da irgendwie hier so unheilige Experimente durchführen kann. Und in der Tat, also diese Schmach führt sie jetzt sogar noch weiter fort. Also ich weiß auch nicht, ob das so klug ist, zumal sie ja letzte Folge noch explizit gesagt hat, wir brechen gerade irgendwie auseinander an allen Ecken und Fronten und die Aasgeier kreisen und warten quasi nur drauf, dass sie zustoßen können. Und eigentlich wäre es ja in der Tat klüger, so mal einfach zu lächeln und
runterzuschlucken, was ihr gerade auf der Zunge liegt, und so ein bisschen für Einigkeit zu sorgen und die wenigen Verbündeten, die sie noch hat, um sich zu scharen und sie zu stärken. Und ja, das kann sie offenbar nicht. Cersei ist irgendwie nur mal Cersei. Ich sehe sie da auch nicht schön Wetter machen bei irgendwem. Und ja, und auch da wird das vermutlich nur das nächste Glied einer langen, langen Kette von Fehlern sein, die irgendwann zu einem Resultat führen. Also ich, nachdem hier Kevin. Lannister, also als der Wut in Brand quasi den Tisch verlässt und meint so, nee, wenn der König was will, bitte, aber sonst bin ich dann mal weg. Also spätestens da müsste ja echt klar sein, dass sie gerade große, große Fehler begeht. Denn, also auch wenn er kein Tywin ist, der gute Kevin, aber er ist halt wie echt immer noch so, er ist zumindest der Bruder von Tywin und Lannister und ist jetzt in Casterly Rock. Also wie sich den warm zu halten, wäre jetzt nicht das Allerdümmste, aber das vermag sie auch nicht zu sehen. Mm-mm. Und bei Pycelle habe ich mich gefragt, ob er mittlerweile wirklich so tattrig geworden ist, wie er immer vorgespielt hat. Denn wir wissen ja, dass das irgendwie so eine Maskerade war. Oder ob er quasi immer noch denkt, er glaubt es irgendjemand. Ja, genau. Oder er müsste so tun, als wäre er nicht ganz auf der Höhe der Zeit und so ein bisschen, ja, so tattrig und leicht angegreist. Also da bin ich mir mittlerweile echt nicht ganz sicher. Oder vielleicht spielt es auch keine Rolle mehr, weiß ich nicht. Aber ich habe das halt nie vergessen, dass er eigentlich, ist er ja noch ein bisschen mehr auf Zack, als wir das alle so glauben sollen. Man weiß aber auch nicht, was ihm die Zeit in den Zellen angetan hat. Ich meine, der Jüngste war er echt nicht. Vielleicht ging es dann auch auf die Knochen. Ja, und spätestens als er den Bart hat abgeschnitten bekommen, ist er vielleicht endgültig geistig ein bisschen zerrüttet. Vielleicht war das so wie bei Goliath. In den Haaren lag die Macht, bei ihm halt im Bart. Ja, viel mehr hat er auch nicht. Der Bart ist ja nun wirklich, also der macht ihn ja echt auf. Das war gar nicht Goliath, das war Samson, Entschuldigung. Goliath, Samson, schmeckt doch alles gleich. Auf jeden Fall wird man sehen, was da mit Cersei in King's Landing passiert. Ja, und weil wir gesagt haben, Jamie macht sich auf nach Dorne. Du hast zum ersten Mal Dorne gesehen, neuer Schauplatz. Yay! Ey, und vor allem sieht Dorne in der Tat so aus, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und nicht, wie in der letzten Folge ich 3 Minuten lang dachte, wie so eine neblige, kalte Sumpflandschaft. Wir haben uns ja einen Tag vorher haben wir uns noch darüber unterhalten und beide gesagt, dass wir uns Dorne ungefähr wie Andalusien vorstellen. Ja. Und so sah es auch aus. Absolut, wirklich. Also total schön, hätte direkt irgendwo in Sevilla oder sowas sein können. Also das ist genau die Atmosphäre. Ey, wirklich top. Also wieder hervorragend eingefangen. Ich bin sehr froh, dass ich zum ersten Mal Dorne gesehen habe. Ich vermute, da wird man auch noch ein bisschen mehr sehen und vielleicht auch mehr Personal da kennenlernen. Aber der erste Eindruck, also wenn ich nicht wüsste, dass da irgendwie auch schon wieder was am Brodeln ist, hätte ich spontan gesagt, oh, ey, da ist geil. Also da würde ich mich auch niederlassen. Mhm. Ich glaube, die leben ein entspanntes Leben. Also die stressen sich, glaube ich, nicht. Ich würde mir es auch absolut dort bequem machen. Die haben geilen Wein. Da kommt ja hier der Dornish Wine, kommt da ja her. Sonne. Ich hab's ja auch gern heiß. Das Meer ist auch in der Nähe. Diese schönen Gärten. Ja, schön. Großartig. Alles sehr gemütlich. Ja, und du hast zum ersten Mal Dorne Martell gesehen, den älteren Bruder. Ja, ich vermute, dass es der ältere Bruder ist, denn der sieht eindeutig älter aus als Oberyn Martell. Ja, und er hat also, wenn ja der jünger ist, dann. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber er hat ja offensichtlich, also ich weiß es ja auch, aber er hat ja eine Krankheit, ne? Er sitzt ja in diesem Rollstuhl-ähnlichen Ding. Hast du das gesehen? Ach echt, das war ein Rollstuhl? Mhm. Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, er sitzt da nur und Na gut, dass wir drüber reden. Nee, das war ein Stuhl mit Rädern. Oh. Also das hat einen Grund, warum der sitzt. Also er ist hier der Rudi Rakete von Westeros. Also, Okay, na gut. Ich will ja jetzt natürlich keine Spoiler verbreiten, aber dass der Stuhl Räder hatte, das hat man einfach wirklich gesehen. Boah, siehst du, ich war so begeistert und fasziniert von Dorne und wie nett das alles war und so sonnendurchflutet, ist mir gar nicht aufgefallen. Also man sieht wieder, wie top vorbereitet bin. Ich bin mir gerade auch wirklich nicht sicher, ob es der ältere oder der jüngere Bruder ist. Natürlich sieht er älter aus, aber ich weiß halt auch, dass er auch von Krankheit gezeichnet ist. Und sowas kann ja auch nagen. Ich glaube allerdings, dass es der ältere Bruder ist. Ich würde auch spontan sagen, der ältere sieht nämlich mindestens 10 Jahre älter aus, als Oberyn Martell ausgesehen hat. Und spätestens jetzt. Dann gab es ja eine recht wichtige Unterhaltung, weil Ellaria Sand steht ja neben ihm und sagt, lass mich Myrcella in ihre Einzelteile zerlegen. Also die hat richtig schlechte Laune. Die ist über den Tod von Oberyn noch nicht so wirklich hinweg. Und das bereitet ihr noch Kopfzerbrechen. Ja, und Ich fand interessant, wie Dorian darauf reagiert hat, dass er meinte, wir machen sowas nicht. Wir werden keine kleinen Mädchen zerschneiden, egal was ihre Familie gemacht hat. Ja. Aber ich fand es eine schöne Rede, weil sie gleich so viel, sie hat, finde ich, viel Charakterexposition gebracht. Weil er ja zum einen, der strahlt ja was sehr, sehr Freundliches aus und er versucht ihr ja auch zu sagen, dass
sie immer einen Platz in seinem Herzen ja. hat, wegen der Beziehung zu Oberyn. Aber so geht's nun mal nicht. Und es werden ja noch weitere Figuren erwähnt, die du noch nicht kennst. Sie sagt ja, die Sand Snakes stehen auf ihrer Seite. Ja, ich weiß aber, wer das ist jetzt. Wurde schon. Auch schon mal erwähnt, oder wo hast du es einfach gelesen? Sie hat es auch erwähnt, sie wollen ihren Vater rächen. Ja, genau. Deswegen weiß ich, dass es die Töchter von Oberyn Martell. Genau. Aber man hat sie ja noch nicht gesehen und ich gehe ja auch nicht komplett blind durch die Welt und ich lebe ja auch mit einem Game of Thrones Fan zusammen. Die eine gute Freundin hat, die auch krasser Game of Thrones Fan ist und wenn da der Begriff Sand Snakes fällt, dann ist sowieso kein Halt mehr hier im House of Speer. Deswegen, ich habe sie zwar noch nicht gesehen, aber wie bei Oberyn Martell, vielleicht werde ich auch da das zweite Mal ganz furchtbar gefoppt, aber ich glaube, die werden noch ein paar Hintern treten. Also ich glaube, da geht noch was. Deswegen bin ich sehr gespannt, die endlich mal zu sehen. Und aufgrund des Namens weißt du ja jetzt auch schon, dass das offensichtlich uneheliche Töchter sind, weil Sand ist ja der Name für Uneheliche in Wow. Dorn? Nee, das wusste ich nicht. Ach, ich dachte, das hättest du dir jetzt erschlossen. Nee, weil, aber ja, das macht absolut Sinn. Stimmt, wir haben ja bislang Snow, Stone, ja, und jetzt auch... Und Sand. Sand, ja. Und irgendwas anderes kennen wir, glaube ich, auch. Stimmt. Ich muss sagen, also ich habe wirklich darüber noch nie nachgedacht. Ich dachte, das wäre einfach ein cooler Titel, aber das macht absolut Sinn. Aber ist für mich jetzt auch erstmal nicht so wahnsinnig entscheidend, denn ich kenne sie auch noch gar nicht und ja. ich weiß ihre Geschichte nicht und also deswegen ist mir das so gesehen jetzt erstmal egal, aber stimmt, da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Da habe ich mal nicht kombiniert. Auf jeden Fall fand ich sehr schön, dass, wie heißt der Kollege hier? Dorin? Flitzerudi? Dorin. Naja, dass er so besonnen und umsichtig reagiert und dass er eben sagt, also wir sind keine Monster und wir werden kein unschuldiges Mädchen da zerstückeln. Und ich fand's auch sehr gut, dass er auch nochmal ganz kurz fürs Protokoll angegeben hat, dass natürlich der Zorn, den sie verspürt, dass er das voll nachvollziehen kann. Aber Oberyn Martell wurde halt ja nun mal leider auch im Kampf besiegt. Ja. Und also da ist ja auch nichts Krummes gelaufen. Naja, also, er war einfach nur unachtsam und doof und es hätte alles anders laufen sollen. Im Gegenteil, eigentlich ist er ja mit einer vergifteten Klinge angekommen und ich bin ganz sicher, dass das irgendwie bestimmt in den Regeln festgelegt ist, dass das eigentlich aber nicht geht. Das weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung. Ja. Aber, also ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe auf der einen Seite Laria Sand, die sagt, okay, das war jetzt aber auch nicht fair. Das war nämlich klar, dass Oberyn die Chance nehmen wird, sich nicht entgehen lassen wird, gegen den Mountain anzutreten, der seine Schwester vergewaltigt und ermordet hat, plus all ihre Kinder getötet hat. Das war jetzt nicht ganz fair und im Endeffekt natürlich auch irgendwie von den Lannisters orchestriert. Aber... Auf der anderen Seite hat ihn ja keiner gezwungen, in diesen Kampf zu treten. Es war fair and square. Ja. Ja, und wie du schon sagst, also wir haben uns ja darüber schon bei den letzten Recaps unterhalten, ob jetzt dieser Tanz um den Mountain Sarkis hätte sein müssen oder ob er nicht vielleicht ihm einfach den Kopf hätte abschlagen können. Darüber haben wir schon geredet, da kann man unterschiedliche Positionen einnehmen. Absolut. Ich fand es nur auf jeden Fall schön, dass das nochmal erwähnt hat, weil ich mir schon vorstellen kann, so. Das gefühlt, gerade für so Oberyn Martell-Fans, und ich glaube, in den paar Auftritten hat er sehr viele davon gewonnen, dass es ein ganz mieses, abgekartetes Spiel war, aber es war es nicht. Es war ein fairer Kampf und er hat ihn einfach nur doof verloren. Und deswegen jetzt quasi nach Rache und Blut zu schreien, ist halt auch einfach nicht gerechtfertigt. Also ich meine, wie willst du darauf reagieren? Du kannst jetzt nicht mit deiner Armee da einmarschieren. Es ist nun mal so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und wie du schon sagst, Oberyn Martell wurde nicht gezwungen, es war einfach nur klar, dass er darauf eingehen würde, aber er hätte ja auch gewinnen können. Er stand ja nun mal so kurz davor. Und wie jetzt die Martells reagieren werden, auch hier, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es noch schön, mal jemand zu haben, der mal wieder ein bisschen besonder ist und nicht sofort nach Blut und Rache schreit. Es ist nicht, als hätte ich dir nicht zugehört, aber seit du nochmal Oberyn Martell gesagt hast, habe ich so ein Ohrwurm in meinem Kopf von Hot Stuff. Möchtest Sexy Thing. Doppelt. Möchtest du den teilen? Nee, ich meine, haben wir alle im Ohr. Ja, okay. Aber egal, lass uns weitermachen, damit ich wieder über was anderes nachdenke. Magic Oberyn. Ich hätte auch, also so eine Strip-Gruppe hätte er vielleicht auch gut anführen. Oh ja, ja. Ja. The Full Mountie. Auf jeden Fall. Auch nicht schlecht. The Full Mountain, ja, ganz oder gar nicht. So. Und noch ganz kurz, wenn es noch nicht gesagt wurde, dann brauchst du mir auch gar nicht sagen. Vielleicht wurde es erwähnt. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, was er für eine Stellung genau hat. Also wie viel Macht. Wie heißt er? Ich vergesse immer seinen Namen. Dorin. Dorin.
Doran. Ja genau, was für eine Stellung Doran Martell hat und wie viel Macht er hat, also das ist mir noch nicht ganz klar. Also er ist jetzt da der Chief in Dorne, so wie, also die haben ja alle ihre eigenen Verwalter, Könige, nicht König, der sitzt ja auf dem eisernen Thron, aber die einzelnen Ländereien. Also er ist der Herrscher von Dorne. Genau, danke, okay. Ich habe das Wort Herrscher ja, gesucht. Okay. Es wird auch schon wieder etwas spät. So. Ja. Okay, nee, wollte ich noch wissen, weil also es gibt ja verschiedene Abstufungen der Macht und mir war jetzt nicht ganz klar, ob er wirklich... Nee, der ist die Obernase gerade in Dorne. Ja, alles klar. Dann macht's auch Sinn, dass sie schreit, du sitzt hier rum und ist aber, fällt mir gerade ein, wenn er im Rollstuhl sitzt, auch ein bisschen fies ihm vorzuwerfen, dass er nur auf seinem Arsch sitzen würde. Also rennen sehe ich ihn da jetzt offenbar nicht, aber gut, wird man sehen. Ja. Ja, ist das auch nochmal erklärt. Cool. Okay, dann kannst du aussuchen. Ich glaube, wir haben noch zwei wichtige Sachen. Reden wir über Brienne, Sansa und Littlefinger oder magst du erst an die Wall? Ach nee, machen wir doch diese Littlefinger. Ja, sehe ich auch so. Dann fangen wir nämlich, hören wir mit dem Knaller auf. Die Littlefinger-Geschichte. So, wir hatten gerade eine ganz kleine technische Störung. Wir hoffen, dass wir nicht zu viel verpasst haben, beziehungsweise geredet haben, ohne dass uns irgendjemand zuhören konnte. wir steigen direkt wieder ein bei Brienne. Genau, Brienne und Littlefinger und Sansa. Und ich hob gerade an zu sagen, dass man diesen Zufall, dass sie sich jetzt in dieser kleinen Hütte da treffen, das muss man jetzt einfach mal so... schlucken. Also das fand ich jetzt auch nicht so schlimm, wie Charaktere begegnen sich immer wieder mal. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich wahrscheinlich relativ gering, aber die Story muss ja auch vorangebracht werden, deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm. Wir wissen ja auch nicht, wie die Restaurantsituation in Westeros aussieht. Also genau. Wie groß die Auswahl ist. Ja, vielleicht ist es auch der angesagte Schuppen und wie die haben auf jeden Fall so das beste Hühnchen oder so. Keine Ahnung. Ja, und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass sich Sansa dagegen entscheidet, mit Brienne zu gehen, obwohl Brienne natürlich, wir wissen das ja, immer noch die besten Absichten hat und immer noch an dem Schwur festhalten will, die Stark-Mädchen zu beschützen, soweit sie das zumindest kann. Und also ich habe gemerkt, dass ich Sansa komplett verstanden habe in der Szene. Also man hat es ja oftmals in Filmen oder Serien, wenn man mehr weiß als die Charaktere, um die es geht, dass man sich so an den Kopf fasst, weiß ich so, Walking Dead ist ein gutes Beispiel für sowas, wo man bei jeder zweiten Entscheidung denkt, oh Gott, ey, ist das jetzt wieder dumm? Und da in dem Fall muss ich sagen, ich habe Sansa komplett verstanden. Also die hat echt wie so viel Schrott durchgemacht und hat ja offenbar oder ist ja noch dabei zu lernen, selbstständig zu werden und selbst irgendwie so ein bisschen auf sich Acht zu geben, obwohl sie ja quasi noch unter den Fittichen von Littlefinger ist. Aber ich glaube, also wirklich, sie ist wirklich dabei zu lernen, in dieser Welt zu überleben. Und dass sie da nicht sofort mit Brienne mitgeht und sie an der Hand fasst, das fand ich dann sehr nachvollziehbar. Also ich finde die Serien-Sansa aktuell mit die spannendste Figur. Ja, ich würde sogar sagen, in den letzten Folgen ist sie meine liebste Figur. Und ich kann sie auch verstehen, ein bisschen aus anderen Gründen, weil ich glaube, sie hält es selber auch für taktisch klüger, bei Littlefinger zu bleiben. Ob sie dem vertraut, kann ich nicht sagen. Ich glaube eher nicht. Aber sie weiß auf jeden Fall, wie viel sie von ihm lernen kann. Ich finde Sansa wirklich, habe ich ja beim letzten Recap schon gesagt, wahnsinnig schwer einzuschätzen. Aber gerade deshalb so spannend. Und ich traue ihr durchaus also alle möglichen Pläne zu. Und ich glaube nicht, dass sie denkt, dass sie Littlefinger vertrauen sollte. Dafür hat sie ja auch schon viel zu viel von seinen Plänen und seinen Taten mitbekommen. Und sie weiß, wie skrupellos er tötet. Also anders als... ich habe gerade über diese beiden Figuren nachgelesen, deswegen möchte ich an dieser Stelle diesen Gedanken mal loswerden. Varys und Littlefinger haben ja beide immer ihre Informanten und Varys kümmert sich ja aber immer um seine Little Birds und Littlefinger, für den sind die nichts weiter als entbehrliche Informanten und auch seine Huren, der hat die ja nicht gut behandelt. Also dem ist es ja alles Wurst und Varys, der hat ja auch um Ross wirklich getrauert. Also der versucht ja genau. Und deswegen, das hat ja Sansa ein, zweimal auch mitbekommen. Und deswegen glaube ich, ob sie ihm vertraut, ist so eine Sache. Aber ich verstehe auch, dass sie nicht mit Brienne gehen möchte, weil was hat ihr denn Brienne gerade anzubieten? Es sind ja eh alle tot. Zu wem will sie sie denn bringen? Und was soll sie? Soll sie mit ihr dann durch die Lande ziehen? Und also, was ist denn Briennes Plan? Das verstehe ich halt gerade auch nicht. Ja, genau.
eben, wenn wir wieder bei dem Punkt sind, dass wir mal logisch weiterdenken, wie das für die Charaktere so weitergehen könnte, wüsste ich auch nicht. Also nach King's Landing wird's mit ihr wohl kaum zurückreiten. Der Norden ist auch schon gefallen, der ist in der Hand von Roose Bolton. Also generell sind sie ja quasi vogelfrei. Und wenn sie dann auch noch die Stark-Tochter dabei hätte, also wenn das irgendjemand Wind kriegt, dann sind sie ja ihres Lebens noch unsicherer, als sie jetzt ohnehin schon sind. Von daher glaube ich auch, dass Sansa da einfach das kühl berechnet hat. Und ich sehe es wie du, die vertraut Littlefinger auf gar keinen Fall. Aber sie weiß, dass sie bei ihm gerade besser aufgehoben ist. Ich glaube aber auch, es würde mich nicht überraschen, wenn sie die Gelegenheit hat, vielleicht wird es in der Serie noch passieren. Ich glaube, die würde ihm auch im Schlaf die Kehle durchschneiden, wenn sie meint, die Gelegenheit ist gekommen und jetzt hat er mir alles verschafft, was ich brauche. Mikro an? Es ist an, ja. Wirklich. Es ist nur Technik. Ja, das ist echt doof. Kamera ging aus, egal. Wir hoffen mal, dass alles läuft und wir gut zu verstehen sind. Genau, von daher wollte ich halt nur sagen, finde ich die Entscheidung nachvollziehbar. Finde es dann aber auch gleichzeitig spannend zu beobachten, wie gut ich das nachvollziehen kann. Mhm. Weißt du, vor ein paar Staffeln hätte ich noch völlig anders reagiert. Und da hätte ich vielleicht gedacht, oh Gott, ist das jetzt dumm? Und also wie blöd muss ein Charakter geschrieben sein, damit er die Hand, die ihn vielleicht rettet, so einfach wegschlägt? Und also schön, was diese Serie mit einem macht, so wie desillusioniert und abgeklärt man auch als Zuschauer wird. Aber ganz ehrlich, ich finde, dein Argument würde schon passen, wenn du es bei einer anderen Szene anbringen würdest, weil in dem Fall, finde ich, hat es gar nichts mit der Entwicklung zu tun, sondern damit, dass Brienne wirklich nichts zu bieten hat. Sie tut mir auch echt leid, aber was plant sie denn? Also ich habe es schon bei Arya verstanden, dass sie nicht mit ihr gehen wollte, weil Brienne hat doch nichts im Angebot. Also wir wissen ja auch als Zuschauer nicht, was sie dann planen würde. Nö. Sie kommt ja selber von dieser kleinen Insel. Vielleicht wird sie dann da mit ihnen hingehen, aber also ja. Ich weiß wirklich nicht, wie sie selbst sich das vorstellt. Und Podrick fragt sie ja auch. Also der versteht es ja auch im Prinzip ganz gut. Naja, und wirklich, mir tut Brienne ja ganz schön leid, weil da hat sie schon das Glück und stößt tatsächlich auf beide Stark-Töchter. Und beide sagen, ja, nee, ist mir eigentlich recht egal, was meine Mutter zu dir gesagt hat. Und sie tut mir auch wirklich leid, als Littlefinger sie da so vorführt und sagt, okay, ich zähl mal kurz auf. Du hast den Schwur an Renly gegeben, ihn zu beschützen. Tot. Ja. Du hast hier Miss Lady Stark versprochen, sie zu beschützen. Tot. Ja. Keine große Erfolgsquote bislang. Nee. Ja, und das letzte Mal, als wir dich gesehen haben, warst du an Joffreys Hochzeit, Krönung, sonst was und hast vor ihm gekniet. Und da fand ich es auch sehr schön, es war schön geschrieben, als sie meinte, dass man manchmal keine Wahl hat. Und Sansa meinte, ja, aber manchmal hat man sie. So, und ich gehe nicht mit dir mit. Ja. Sie hat nämlich gerade einen Moment, in dem sie die Wahl hat. Ja, und mehr habe ich darüber jetzt gar nicht zu sagen. Also nacherzählen, wie dann die Verfolgungsjagd läuft, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Haben wir alle gesehen? Genau, haben wir gesehen. Auf jeden Fall ist jetzt klar, dass spätestens jetzt kann Brienne auf Tarth, kann Littlefinger jetzt nicht mehr unter die Augen treten. Darf ihm nicht mehr begegnen. Das heißt, wenn sie jetzt die Verfolgung von ihm und Sansa aufnimmt, dann muss es auf jeden Fall unbeobachtet geschehen. Sie muss sich immer im Hintergrund halten und wird jetzt vermutlich auf ihre Chance warten. Also eigentlich müssen sie jetzt quasi darauf warten, Sansa zu kidnappen. Was anderes kann ja nicht passieren. Und das, ob das so eine gute Idee ist. Wie gesagt, wo will sie denn hin mit ihr? Ja, und ich meine, und vorher ist es ja dann nicht unrealistisch, dass sie eigentlich Littlefinger selber umbringen müsste, um irgendwie an Sansa zu kommen. Und dann müsste sie kidnappen, ja, und dann muss man sehen, wie es weitergeht. Also auch hier, das erscheint mir ein sehr, sehr fimschiger Plan. Auch nicht richtig durchdacht. Werden wir sehen, was passiert. Auf jeden Fall ist Brienne, also die kämpft jetzt gerade auf jeden Fall auf verlorenen Posten. Ja, und damit springen wir an die Wall, würde ich sagen, oder? Ja, unbedingt. An der Wall ist ja immer was los. Ja, und diesmal auch wirklich viel. Da haben wir ja einige Szenen. Ich fange mit einer nicht so wichtigen an, die mir aber besonders gut gefallen hat. Und zwar in der Cilicie Gilly, der heißt doch Gilly, oder? Gilly, ja. Das Lesen beibringt. Das macht sie ja offensichtlich gerne. Das ist ja so ihr Hobby, Leuten Lesen und Schreiben beizubringen. Und ich weiß nicht, das fand ich einfach eine ziemlich süße Szene. Und wir haben so ein bisschen, also die Leute, die die Bücher nicht kennen, haben so ein bisschen wichtiges Hintergrundwissen spielerisch nebenbei vermittelt bekommen. Nämlich zum Beispiel über diese fürchterliche Krankheit, die Cilicie als Kind hatte und überlebt hat. Das sogenannte Grayscale. Dass auch zwei Schwestern von Gilly ereilt haben. Und Gilly erzählt dann, auf was für eine grausame Art sie daran gestorben sind. Also wer es bis dahin nicht gerafft hatte, dass das eine, dass es jetzt nicht wie Windpocken ist, der weiß es jetzt. Und also ich glaube ja immer, und auch hier
weiß ich nicht sehr viel mehr als Leute, die die Bücher nicht gelesen haben. Wenn die sowas so erzählen, dann wird das wohl mal noch wichtiger werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da 3 Minuten über diese Krankheit reden, wenn die nie wieder eine Rolle spielen würde. Ja, das glaube ich auch. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber das mit dem Lesen fand ich auch süß. Ich glaube, wenn die jetzt in der heutigen Zeit gelebt hätte, die kleine, wie heißt sie, nicht Gilly, sondern... Meinst du Cilici? Cilici. Die hätte wahrscheinlich so eine YouTube-Reihe Lesen lernen mit Cilici oder so. Und hätte wahrscheinlich auch sehr viele Subscriber, weil also sie trifft ja auch immer auf leseinteressierte Leute. Sie scheint offenbar eine geborene Lehrerin zu sein. Sie hat ja irgendwie ein Händchen für. Auf jeden Fall. Und ihre Mutter kam ja dann... nicht, dass die Mutter sind. Nee, die heißt schon so, ne? Die Tochter heißt schon Cilici. Ich frag mich gerade, wie eigentlich die Mutter heißt. Also die Frau von Stannis. Weiß ich nicht mehr. Aber wir wissen es jetzt einfach nicht und wir hoffen mal, dass wir nicht richtig liegen. Wie gesagt, in dieser Folge waren es wirklich verdammt viele Namen. Ja. Die kam ja dann rein, um ihre Tochter einzusammeln und zu erklären, sie darf nicht mit einem Wildling reden und bäh. Ich habe gemerkt, die hat für mich Lysa vollkommen ersetzt. Ich sehe da auch eine gewisse Ähnlichkeit. Die löst in mir ähnliche Gefühle aus. Schade, dass hier gerade keine Moondor zur Verfügung steht. Die wäre die nächste, die ich rauskicken würde. Geht's dir nicht auch so? Ich finde die so unsympathisch. Ja, ist ja auf jeden Fall. Also spätestens nachdem wir gelernt haben, was für eine religiöse Fanatikerin ist, die ja quasi, ja, die Anbetung an den God of Light stellt sie ja über alles, über das eigene Glück, über das Familienglück, über die Ehe zu ihrem Mann. Also spätestens das sollte einem ja wirklich ein Alarmsignal sein. Ich finde die auch, Ich stelle auch eine Parallele fest, vielleicht liegt's auch daran, und zwar hatte Lysa diesen gleichen wahnsinnigen Gesichtsausdruck, auch beim Kämpfen, wenn das Risiko, als sie Tyrion durch die Moondor werfen wollte. Ja. Das war ja schon fast erregt, wie sie sich das angeguckt hat. Also sonst wirkt die ja nicht so interessiert an irgendwas. Oh, ich möchte gar nicht nochmal drüber nachdenken. Und so ist es auch bei ihr, wie die geguckt hat, als es ans Verbrennen ging. Also mich wundert nicht, dass Stannis da eher mit Melisandre die Gewänder fallen lässt. Also da kann ich ihn echt mal verstehen. Ich bin ja jetzt prinzipiell nicht so für eheliche Untreue, aber man muss auch sagen, der Baratheon hat's schon hart. Der Baratheon als solcher. Ja, genau. Wird sich zeigen, ob und wie sie noch wichtig wird. Naja, und wie wir vorausgesehen haben, wir haben ja schon gesagt, der Schuss von Jon Snow wird nicht ohne Folgen bleiben. Und wie wir vorausgesehen haben, war Stannis nicht entzückt. Aber ich muss sagen, er hat deutlich entspannter reagiert, als ich erwartet hätte. Also er hat ja schon deutlich gemacht, dass das jetzt alles andere als cool findet. Ja. Und hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass er ein Mann ist, der es nicht schätzt, wenn man seinen Regeln nicht folgt. Aber er macht Jon Snow ja auch ein Angebot, von dem er zumindest überzeugt ist, dass Jon Snow es nicht abschlagen könnte. Man muss auch zugeben, dass Jon Snow sehr versucht ist, es anzunehmen. Ja. Er bietet nämlich an, ihn zu legitimisieren, ja. Ihn zu einem echten Stark zu machen und ihn zum Herrn über Winterfell zu machen, beziehungsweise er soll Winterfell ja wieder erobern. Genau. Und Jon Snow ist auch in Versuchung. Er erzählt ja dann, dass das ist seine früheste Erinnerung ist, dass er sich gewünscht hat, ein echtes Stark-Kind zu werden. Und jetzt bekommt er ausgerechnet dieses Angebot. Aber er zeigt ja, dass er ein echter Stark ist und deswegen tut er natürlich nicht das, was leicht wäre und wird es, wir wissen ja, dass das ablehnt, oder? Ja, klar, also spätestens, wenn er die Wahl zum Lord Commander annimmt, wurde ja zum Lord Commander der Wall gewählt, dann, glaube ich, hat sich diese Stark-Sache damit ja dann auch erledigt. Denn auf 2 Hochzeiten tanzen geht natürlich in dem Fall schlecht. Ich fand das pädagogisch auf jeden Fall fragwürdig von Stannis. Also quasi das auch noch zu belohnen mit seinem absoluten Lebenstraum, den er dann verwirklicht. Also ich meine, er hat es ja da nicht angenommen, aber ich dachte für eine Sekunde so, ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie echt so die beste Erziehungsmaßnahme ist. Ja, und ich kann auch Jon Snow da echt verstehen. Also ich meine, dass er ein Starkind ist und deswegen dasselbe starke Ehrgefühl hat wie sein Vater. Das wissen wir nun alle, das kennen wir, das liegt ihm einfach im Blut, auch wenn er Bastard ist. Und dass er da dann irgendwann sagt, ich habe aber diesen Eid geschworen. Ich meine, den hat er ja eigentlich ohnehin schon gebrochen. Also das Zölibat ist ihm ja dann auch nicht so wichtig. Aber da war er ja undercover unterwegs. Ja. Unter den Decken. Ja. Ja, klar. Und sich dann so ein bisschen aufzuwärmen, da wurde er halt schwach. Also von daher, ich meine,
Hätte ja auch sein können, dass er sagt, ah komm, so eine richtige Krähe war ich ja ohnehin, spätestens seit dem gebrochenen Zölibat nicht mehr. Aber nein, er nimmt es sehr ernst, er ist ein Mann, der Wort hält meistens und der Ehre und von daher, also ich habe das ja schon so verstanden, dass er die Wahl annimmt. Habe ich auch so verstanden. Zum Lord Commander, ne? Also ich meine, nachdem, wie heißt der Blinde? Aemon, der Ex-Targaryen. Der Ex-Targaryen, genau. Ist ja auch die Frage, das muss ja eigentlich auch nochmal wichtig werden, dass es noch einen Targaryen gibt, von dem keiner was weiß. Aber das ist, glaube ich, noch eine Diskussion, die werden wir zu späterer Stunde, zu späteren Folgen führen. Auf jeden Fall hat er ja quasi so, er war das Zünglein an der Waage, er hat sich dann auch für Jon Snow entschieden. Fand ich auch eine coole Wahlmethode, so mit diesen verschiedenfarbigen Plättchen da. Ja. Verschiedengeformten Plättchen. Wobei, nur mal ganz kurz, also ich glaube, dass das jetzt nicht so ein Geheimnis ist, dass Aemon ein Targaryen ist. Es ist nur einfach überhaupt nicht wichtig. Der ist ja auch uralt, aber er erzählt es ja dann Jon Snow schon vor vielen Staffeln. Und in seinem Fall ist es ja wirklich so, dass er sich dagegen entschieden hat. Also er ist an der Wall und er ist da. Und er erzählt ja Jon Snow diese Geschichte, dass er es nachvollziehen kann, dass Jon Snow jetzt da so mit sich kämpft, ob er seinen Bruder zur Hilfe eilen soll. Und da meint er, dass er in der gleichen Situation war. Und ich glaube, dass es durchaus Leute geben könnten, die das wissen, aber es spielt halt einfach keine Rolle, weil er schon so ewig an der Wall ist. Und jetzt ist es ein uralter, blinder Mann. Also ich weiß von einem Charakter, der wusste es definitiv nicht und für den hätte es eine Rolle gespielt, nämlich König Robert, der sich geschworen hat, alle Targaryens zu vernichten. Der wusste garantiert nicht, dass es noch einen lebenden Targaryen gibt, außer Daenerys. Ja, aber ich weiß nicht, ob er ihn hätte töten können, wenn du an die Wall gehst, dann gibst du ja alles auf. Du darfst ja dann auch, das ist ja auch für die Mitglieder an der Wall, von denen viele Mörder, Vergewaltiger, Diebe, sonst was sind, die geben ja auch ihren Namen und alles auf, indem sie an die Wall gehen. Und ich meine, Aemon ist da ja offensichtlich schon länger, der war da ja schon, bevor der irre König richtig irre wurde. Und deswegen, natürlich kann es sein, dass Robert es nicht wusste, aber ich glaube, er hätte ihn auch ganz rechtlich nicht töten dürfen, weil er seinen Namen und alles andere aufgegeben hat und ihm keinen Anlass gegeben hat. Er ist ja eben nicht seiner Familie zur Hilfe geeilt, sondern ist an der Wall geblieben. Und damit bist du ja wieder ein unbeschriebenes Blatt, wenn du da hingehst. Du gibst so viel auf, aber dafür kriegst du halt auch dein Leben. Ja, aber also jetzt argumentierst du ganz rational, aber was das Thema angeht, wirkte Robert Baratheon auf mich nicht sehr flexibel. Da wirkte er schon sehr, sehr entschieden, dass er jedes Targaryen-Blut vernichten will, wenn er es in die Finger kriegt. Naja, wir werden es deswegen glaube ich, ja, vielleicht spielt es aber auch echt keine Rolle. Auf jeden Fall hat er, also ist er ja auch ein großer Fan von Jon Snow, das hat er jetzt auch klar gemacht. Und deswegen hat Jon Snow jetzt den Titel Lord Commander der Wall. Wahrscheinlich sogar der Jüngste nach allem. Wie ich das so auffasse. Nee, sie haben doch gesagt, der Jüngste war 10. Ah ja, stimmt, genau, der Jüngste war 10. Dann vielleicht der Zweitjüngste. Auf jeden Fall eine große Karriere für Jon Snow. Das hat er wahrscheinlich so nicht kommen sehen. Und jetzt ist natürlich die Frage... War eine sehr schöne Rede von Sam. Entschuldigung, aber bevor... Stimmt. Fand ich sehr süß. Vor allem, wie er mit sich gerungen hat, ob er jetzt was sagen soll, der Schüchterne. Aber dann war das ja eine sehr ergreifende Rede, die ja offensichtlich auch Wirkung gezeigt hat. So, ja, auf jeden Fall. Ja, nö, und jetzt ist natürlich die Frage, was wird Jon Snow als nächstes tun? Er ist ja einer der wenigen, der wirklich um die Bedrohung aus dem Norden weiß und jetzt nicht nur durch die Wildlinge, sondern auch eben durch die White Walker. Das heißt, so gesehen ist das, glaube ich, das Beste, was dem ganzen Land hätte passieren können, jemand quasi da als Wachposten zu haben, der wirklich weiß, worum es geht. Auf der anderen Seite heißt das natürlich für Stannis, dass seine Pläne, den Norden zu erobern, nicht gescheitert, aber auf jeden Fall kann er auf Jon Snow jetzt nicht zählen. Und das heißt, also eigentlich ist es sogar für Stannis jetzt noch entscheidender, weil er jetzt wahrscheinlich seine gesamten Pläne umwerfen wird müssen. Also der hat garantiert ganz fest damit gerechnet, dass Jon Snow auf dieses Angebot eingeht. Und er war ja auch kurz davor. Und jetzt hat er diesen Verbündeten aber schon mal nicht bekommen. Und er kann sich ja ohnehin nicht übermäßig vieler Freunde rühmen. Von daher, ich weiß nicht ganz genau, was es jetzt für Stannis heißt und was er als nächstes tut. Und vor allem, also auch Jon Snow, was wird er jetzt machen? Wird er jetzt quasi abwarten und die Wall verstärken und irgendwie nach neuer Verstärkung so aus dem Land rufen? Oder wird er proaktiv, wird er gar nicht warten, bis die White Walker kommen, sondern selbst quasi nach vorne ziehen und die Gefahr selber und angehen? Auch nicht zu vergessen, es ist jetzt wirklich nicht so, als wäre es eine einstimmige Wahl gewesen. Ja, also, ich meine, er hat mit einer Stimme Vorsprung gewonnen. Ob das die beste Position ist,
Also, wenn das jetzt die Bundestagswahl wäre, hätten wir jetzt eine große Koalition. Ja. Oh, wait. Ja, das stimmt. Da ging überhaupt nichts mehr voran. Ja, wird man sehen. Also, vielleicht wird es auch ein Keil durch die Bruderschaft treiben. Ja, viele offene Fragen und wie gesagt, eine weitere Folge, die uns ein bisschen tiefer in die 5. Staffel hineinführt, aber jetzt noch keine großen Knaller. Ich meine, über den größten Knaller haben wir jetzt vermutlich gerade geredet, denn das dürfte die Wahl von Jon Snow zum Lord Commander gewesen sein. Würde ich sagen, ja. Ja, aber abgesehen davon, wieder eine, ich sag mal, solide Folge, die die übliche Game of Thrones Qualität hält, aber ganz große Knaller noch vermissen ist. Vielleicht, schön gesagt, ja, bekommen wir die ja in der nächsten Woche. Wir sind auf jeden Fall gespannt, hoffen, euch hat's gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Tada! Ist ja langweilig, immer Vala Morghulis zu sagen. Ja, ja.